Ja, servus YD bei eurem SD AVA und wir zocken heute Battlefield 3 auf meinem eigenen Server, den ich mir mal einfach so als lauter Flux und Langeweile geholt habe. Und das gute Stück heißt Steve Pity und YouTube Community. Also das heißt für euch, Leute, ihr könnt da joinen, wie ihr möchtet. Link ist unten in der Beschreibung. Zurzeit sind gerade die normalen Maps am Start, aber auch Premium-Maps sind gerne mal drauf. Ja, das wollte ich euch mal kurz sagen. Und dann kommen wir jetzt auch gleich... Nein, stirb! Dann kommen wir auch gleich zur Sache hier. Wir müssen das Ding entschärfen, denn wir spielen Wasch auf Dammermann-Gipfel. Ich muss sagen, ich krieg immer mehr Gefallen an Battlefield 3. COD bekomme ich nicht mehr ganz so viel gerissen, aber... Naja, ihr wisst ja, wie es ist. Battlefield 3 ist halt eine Sache für sich. Muss man ja einfach mal so sagen. Und ja, da schauen wir mal, was wir mal in Zukunft auf dem Server so anrichten. Für ein Kauderwelsch. Vielleicht sogar mal irgendwann. Let's fang auf dem Server. Wie wir das anstellen. Ihr könnt mir auch mal ein paar Ideen reinschreiben, wenn ihr welche habt. Das vereinfacht das Ganze ein bisschen, ne? Also, wenn wir da alle mit dran arbeiten, sozusagen, dann... Lass mich hier hoch, du Scheißkiste. Dann geht das alles ein bisschen fluffiger, ne? Ihr versteht mich schon. So. Was haben wir denn hier? Machen wir jetzt hier einen klassischen Spawn-Kill? Spawn-Rape? Ich kann ein paar Sniper-Rapen. Ah, hier. Haben wir da schon den ersten? Der Noge, den kennen wir da. Hier, Messer. Schön. Dann haben wir einen zweiten, der Didi01. Ah, das war ein bisschen zu weit, das war ein bisschen zu weit. In die Büsche rein. Und das Medikit geworfen. Ah, ja, man frei, so muss es sein, so muss es sein. So, jetzt bin ich ja zwischen Spawn und Gegnerfront. Das war ein Kumpel, tut mir leid, dass ich abgeschossen habe. Tut mir echt leid, wollte ich nicht. Aber hey, wer mir in den Wege läuft, der läuft definitiv Gefahr, dass ich ihn abschieße. Ah, kommt der Nugget, ich hammer da schon wieder her. Jawohl, da gab es einen Heli, schön auf Range, bestens. Hier oben ist ein Sniper, den haben wir uns auch gleich mal hier. Vor die Flinte sozusagen, gewissermaßen quasi. Und wir sind gut dabei, das Ding hier zu verteidigen. Und wer Hardcore spielt, ist auf meinem Server nie wirklich. Also klar ist er schon willkommen, aber ich spiele meistens Softcore. Warum, wieso, weshalb? Keine Ahnung. Ich habe halt gerne das Interface, was man hier so sieht, so mit Fadenkreuz und hin und her, was man ja bei Hardcore nie hat. Deswegen habe ich die normalen Standardeinstellungen hier auf Softcore, wie man es so schön nennt. Überall standardgemäß 100% Tickets. Also ist auch für Abwechslung gesorgt, keine 24/7 Maps. Und ja, was ist denn hier los mit den Gegnern? Ah, hier haben wir da einen. Der ist schon tot. Was ist denn hier los? Die strengen sich ja gar nicht an. Mann, 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 Mann. Was habe ich mir für Boons hier reingeholt im Server? Das war mich auch her von GT4 Mann out BF3. Aber wahrscheinlich sind wir so überlegen. Oh, dort oben campen wir. Dann hat leider famos abschießen hier. Jawohl! Boah, schön auf Range weggebumst, oder? Jawohl, ey, hier bestens, oder? Geil. Geil, geil, geil. Das ist schon mal ein Zufall, dass ich was treffe. Hilfe, Hilfe! Verdammt. Na gut, die waren über mir, die hatten natürlich die überlegene Position. Deswegen konnte ich auch nicht meine ganze Überlegenheit und Dominanz hier in diesem Falle spielen lassen. Oh, das war sogar ein Camper, habe ich gehört, munkelt man. So, was haben wir hier? Das Helikopter-Dingen. So, jetzt haben wir hier schöne Aussicht. Geht auch tief runter. Und schauen wir, wenn sie es schaffen, hier einzunehmen, die ganze Geschichte, was ich nicht glaube. Dann würde sich die Map erweitern und man könnte ja schön runterspringen oder so. Das wäre schon geil. Oh, Typ, ey, du kannst nie fliegen. Da springt sie aber ab, ey.
Hab ich mehr davon. So, jetzt hier. Am Stiesel mit der Armbrust. Jawohl. Bestens. Schau mal, vielleicht treibt sogar was damit. Hier irgendwie so einen nassen Typen. Ja, das wird glaube ich nicht, hä? Oder war das was? Jetzt hab ich einfach mal geschossen. Nee. Das wird nichts. Und A. Ey, A ist da hier, oder? Ich wusste, es A ist hier. Da hat sich da echt einer hier vorbeigeschmuggelt. So, hier. Du wirst jetzt eliminiert mit meiner Armbrust. Oder du? Ach, trifft man schlecht für die Ding. Aber ich würde gerne mal einen abschießen. Würde ich gerne mal machen. Würde ich euch gerne mal zeigen, wie ich hier die Typen aufspitz. Ja. Ach, und die wundern über diese komischen Servernachrichten. Die sind irgendwie voll verpackt. Ich kann die nie ändern. Voll verpackt. Voll verpackt sind die. So, was ist denn hier los hier? Was ist hier los? Kommt doch mal her. Hostile Sniper spotted. Over. Ach. Der Arm muss schon ein bisschen üben mit der Ballistik. Oh, da hab ich einen getroffen. Denoke, Wunderbärchen. Wunderbärchen. Leute, das ist ein Jeep. Alle hinter. Bevor der hier die Bombe legt. Einen taktischen Rückzug, hätte ich fast gesagt. Jetzt habe ich die. Oh, ich steige sie alle aus. Hab ich doch gewusst. Schön mal Nate. Rein hier. Na, wo sind sie denn? Aha. Hier wollte einer legen, verdingen. Aber wieder nicht mit mir. So. Ja, das war ein Fehler, dass ich da rausgekommen bin mit niedriger HP-Anzahl. Aber ja, aus Fehler lernt man natürlich. Und, ach, jetzt legen sie die Bombe. Scheißendreck. Der ist ja immer noch am Rumfliegen. Ja, gut, steigen wir mal ein. Vielleicht hat er es jetzt gelernt. Der alte Honigkuchen. Und jump. Eieieiei. Oh Gott, das war fehl. Gut, dass mir keiner zuguckt beim Fällen. So, Helikopter in der Luft. Einmal frei. Was haben wir hier? Nicht? Ah, ich will dich retten. Bleib liegen. Nein! Steh auf! Verdammt. Hier, du brauchst ein Medikit. Ich spiele auf Jabclip, also bleib stehen. Hier, warte. Medikit, ich geb dir's. Hier. So, krieg schön Punkte. Einmal frei. Jetzt nehme ich auch doppelte XP ATM. Also at the moment. Zur Zeit. Das muss man natürlich ausnutzen in der Runde Battlefield 3 zocken, suchten, wie auch immer. So, und jetzt werden wir hier nochmal ein bisschen. Ich höre, dass wieder die Lollis fliegen. Ein bisschen vorsichtig vorgehen hier. Vielleicht haben wir hier nämlich da einen der Skiller, den kennen wir auch. Jemand frei. Jetzt kommen die bestimmt wieder hier oben, irgendwo drüber. Hier war einer, Das ist gut, dass der jetzt war und nicht mehr ist. Das klingt mir nach einem Auto. Kann man hochgehen, oder? Das ist schon fast wieder zu weit. Fuck. Das ist zu weit. Zu weit weg. Oder ich gehe hoch, schieß. Das wird nicht. Das ist mir zu riskant. Ja. Du wolltest mich messern. Du Fischkopf. Ja. Aber darauf bin ich dann vorbereitet, auf meine ganzen Spezialisten. Die kenne ich da alle. Ja, sei ja ruhig. Ich verlasse ja nicht das Kampfgebiet. Ich bleibe hier. Au! Was willst denn du von mir? Na komm, stirb einfach mal hier. Ja, hab ich jetzt getrollt? Ah, stirb da einfach mal an. Du Eimer! Verdammt! Ey, da hab ich schon getrollt, weißt du? Und dann kommt sowas. Naja, ich hab mich ja gut gehalten, oder? Was sagt ihr?
Zu geil. Eieiei. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Ich denke mal, das schaffen wir, ja? Die 23 Tickets. Ja, du brauchst Maddie. Ja, ja. Steve tanzt Steve. Na komm. Ein Hitmark. Wer ist von ein Magazin? Treffe ich einen Schuss? Ich habe übrigens die L58 A2. Meine Faith Gun. Und der wird oben wieder sterben, habe ich gehört. Ob man hier reinschießen kann? Jawohl, das war ich. Ich habe eindeutig, habt ihr das gerade gesehen? Ja, ne? Habt ihr das gerade gesehen, wie ich den abgeschossen habe, den Kambi? Und jetzt werfe ich mich ja wie ein Held in die Entschärfung rein, um dann... Boah, krass, oder? Einfach nur irre, irre. Ja, Leute, meine Videofrage ist natürlich, Events machen in Battlefield 3, ja, nein. Und wenn ihr Ideen habt, könnt ihr gerne reinschreiben. Und ob ihr so eine Live-Actions hier gerne mal seht, auch in Battlefield 3, würde mich echt, also jetzt ohne Spaß oder irgendwie, würde mich echt interessieren. Weil die meisten Leute haben mich zwar wegen meinen COD-Videos und mein Schildgebäsche abonniert, aber ich denke mal, Battlefield 3 als Abwechslung zwischendurch, was ich ja auch ab und zu mal bringe, kann man auch öfters machen, oder? Was sagt ihr? Das wollte ich euch nur mitteilen in dieser kleinen, famosen Runde. Ja. Jetzt kommt wieder dieser Hambi. Ey, Typ! Liest du mal die Servernachrichten? Keine Lollis auf Infanterie, auf Menschen. Hast du gehört? Lol. Also ich bin komplett gemutet in Facebook, der hätte mich nicht gehört und der antwortet auf das, was ich hier sage. Zu geil. Also das war cool. Einwandfrei, so muss das sein. Und jawohl. Bestens. Ja klar darfst du das. Ey, der hört mich nicht. Aber ja. Also, das finde ich ja mal klassisch. Da habe ich nämlich eingestellt auf meinen Server, beziehungsweise als Startnachricht, dass man halt nicht auf Infanterie schießen darf, auf lebende Menschen, ja. Auf tote Menschen kein Ding, darf man drauf schießen mit dem Lolli, Smart oder RPG, aber auf die Lebenden halt nicht. Ne? Da müssen wir es mal wegdifferenzieren, weil das macht man nicht. Das ist einfach. Nein! Du Penner! Du Penner! Das darf man einfach nicht machen. So, und ihr seht es, ich fehle schon wieder, wenn ich hier zocke und dabei babbel. Da kommt nur Mist raus. Und jetzt hier im Helikopter. Steve Pitty im Helikopter. Oh, yeah. So, dann wollen wir mal das Ganze von oben filmen, wie das so ausschaut. Ja, das Wetter ist natürlich in Doberman Peak einwandfrei, leicht bewölkt. Und der frühmorgendliche Bodennebel weicht von uns und nach dem Kampf wird er dann völlig weg sein. Okay, hör mal, auf mit Wetternachrichten, das kann ich nicht. So, was denn los hier? Wo sind denn die jetzt, die Typen? Ich will sie alle nass machen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Kommt der. Erstmal die Sniper hier oben wegsprayen. Liegen sie da meistens alle rum, hä? Hier, ja, da haben wir sie da. Oh, Baum! 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 Baum, Baum, Baum. Au, 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 au! Was macht mich hier kaputt? Centurion C-Ram. Ach so, da darf man sozusagen nicht spawn-rapen. Das ist sozusagen das Gegenmittel gegen Leute, die gerade aufnehmen und im Helikopter unterwegs sind. Ja, das ist natürlich so eine Sache, ne? jemand legt Bombe. Also C4 an Bombenplays und so ist auch schon ziemlich assig, muss ich sagen. Das ist Kumpel. So, ein Ticket haben wir. Haben die Gegner noch. Und jawohl. Also schreibt mir mal eure Meinung dazu. Zu den ganzen Geschichten, die ich angesprochen habe. Ich bin raus mit Battlefield Troy. Rush auf Double One Peak. Und ich sag Tschüssi. Euer Steve Pitty. Tschüss.